Ja, hallo, da bin ich wieder. Ich möchte heute mal ein Stück vorstellen, auch aus dem Repertoire von meinem alten Freund Hamish Imlach. Und zwar geht es um einen interessanten Mann. Ein gewisser, sorry, Johnny Rumensky. Wer war Johnny Rumensky? Johnny Rumensky war ein Safe-Knacker. War ursprünglich aus Polen, ist er dann nach Südglasgow gezogen, da in die Gorbel, so ähnlich wie das heißt. Also, da würden wir in Deutschland sagen oder im Ruhrgebiet sagen, die Bajuffengegend. Etwas vornehmer ausgedrückt, ein sozialer Brennpunkt. Ist, glaube ich, heute auch noch so. Da wohnte der also. Und ja, wie soll man das sagen, der war besessen vom Safe-Knacken. Das war wie, ne, ich weiß auch nicht, ob es da ein Wort für gibt, für diese Safe-Breaking Disease oder wie auch immer. Auf jeden Fall, Zeit seines Lebens, wenn er mal nicht im Gefängnis war, hat er also nur Safes geknackt. Hat da ein bisschen geklaut, aber auch nur bei Firmen. Weil er war auch ein sehr lieber Mann. Er hat niemand etwas zuleide getan. Nie irgendwie körperliche Gewalt oder irgendwas. Darum hatte er auch den Beinamen Gentle Johnny Rumensky. Alle liebten ihn und war also sehr beliebt. Und dann, ja, da saß er natürlich zwei Drittel seines Lebens im Knast. Aber sobald er wieder raus war, ne, zack, der nächste Safe. Und dann wieder in den Knast und dann so weiter. Bis dann irgendwann der Zweite Weltkrieg ausbrach. Und die Engländer wollten natürlich gerne alles über Deutschland wissen, ne, was sie so machen mit Waffen und wohin, welche Truppen und was weiß ich, was im Krieg so alles interessiert. Und diese Unterlagen liegen natürlich in Safes. Und wer anders als der beste Safe-Knacker der Welt könnte diese Unterlagen besorgen? Johnny Rumensky. Gut, das macht er dann auch. Und dann, man fragte ihn dann, willst du was machen? Er sagte, ja, habe ich keinen Stress mit und mache ich gerne. Und dann, ja, dann war er dann in Frankreich und ich weiß nicht wo, überall hat er wirklich Safes und hat da wichtige Dokumente aus diesen Safes herausgeholt. Ob sie jetzt kriegsentscheidend waren, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall waren das schon wichtige Dinge. Er wurde dann gelobt, er kam zurück nach England, our hero, Scottish hero, und alle waren total begeistert und du brauchst auch nicht mehr ins Gefängnis, du bist jetzt frei und alles ist schön. Und was macht Johnny? Ja, das ein Safe nach dem anderen. Also immer Safe, dann Gefängnis, Safe, dann Gefängnis, war immer zwischendurch auch mal geheiratet und ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Er ist dann verstorben 1972. Da ist er, weil der 1970 bei einem Einbruch ist er irgendwie vom Gebäude gefallen und da war er schwer verletzt und dann ist er 72, glaube ich, gestorben. Und da kam die ganze, sowohl die Polizei als auch die Unterwelt, muss ein völlig irres Erlebnis gewesen sein, also Begräbnis. Beide Welten trafen da an dem Grab von Johnny Rumensky und fanden den alle so toll und waren ganz traurig, dass er jetzt nicht mehr bei sich ist. Schon bemerkenswert. Fand ich auch. Und darum habe ich das Lied mal aufgenommen. Und wie gesagt, von Hamish Imlach. Und es heißt Let Rumensky Go. Dankeschön. There was a lad in Glasgow town, Rumensky was his name. And Johnny did not know it then, but he was set for fame. He did a wee bit job or two, he blew them open wide. But they caught him and they tried him and they bunged him right inside. Ali, Ali, eh, Ali, oh, Ali, oh. Open up your prison gates and let Rumensky go. But when the war was raging, the brass heads had a plan. They blind some information, but they could not find a man. So they nobbled John in prison, asked if he would take a chance. And they dropped him in a parachute beyond the coast of France. Ali, Ali, eh, Ali, ooh, Ali, oh. Open up your prison gates and let Rumensky go.
And Johnny was a hero, they shook him by the hand for stealing secret documents from the German high command. So Johnny was rewarded for the job he did so well, and they granted him a pardon, free the prison and the cell. Ali, Ali, oh, Ali, Ali, oh, open up your prison gates and let Rumensky go. But Johnny was in error when he tried his hand once more, for they caught him at a blasting that was not worth the score. The jury pled for mercy, but the judge's voice was heard. 10 years without remission, and that's my final word. Ali, 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 oh, Ali, oh, open up your prison gates and let Rumensky go. Now Peter had a fortress, its wall are thick and stout, but he could not hold me, Johnny, when he felt like walking out. 5 times he took a powder, he left them in the fix, and every day they sweat and pray in case he makes it 6. Ali, 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 open up your prison gates and let Rumensky go. Ali, 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 open up your prison gates and let Rumensky go.